Die schlüpfen gerne in verschiedene Rollen, vor allem wenn es um einen guten Zweck geht. Jetzt haben sich einige als Märchenfiguren zugunsten eines Kalenders für die Krebshilfe zur Verfügung gestellt. Der Dancer Against Cancer Kalender ist kein Kalender wie jeder andere. Er beginnt im Mai. Zu sehen sind Prominente, mehr oder weniger erkennbar, als Märchenfiguren fotografiert. Und das auf 13 Kalenderblättern. Weil es so ist, dass ich eigentlich immer mehr anfrage, weil ich mir dann denke, okay, fragst du mal 15 an oder 13 an, das sagen eh einige ab, aber im Endeffekt sagen alle zu. Und dann haben wir natürlich 13 oder 14 und dann ist es schwer zu sagen, du, tut mir leid, Alfons, aber die nehme ich nicht mit, weil ihr alle irgendwie mitmachen wollen. Sind halt dann 13 Sujets geworden, weil einfach alle Freude und Spaß hatten, hier etwas Gutes zu tun und mit den Kindern Freude und Spaß ein bzw. zwei Tage zu verbringen. Ich habe gern Märchen geschaut und Merlin war auch immer nett und gut anzusehen. Und ich glaube, jeder hat irgendwie gerne mal den Wunsch danach oder den Drang, irgendwas zum Zaubern. Und ja, für so einen guten Zweck, einmal in so ein Kostüm zu schlüpfen, war schön. Also das Rapunzel war auf meiner Liste ganz unten und ich glaube, das hat keiner wollen, weil das Märchen so grauslich ist, dass jeder gesagt hat, nein, das will ich nicht sein. Und dann habe ich es bekommen und haben gesagt, ja, die Scheiß macht das schon, habe ich schon gemacht. Wenn man da als Model oder als Person zur Verfügung steht, ist das ganze Team sehr wichtig. Wie der Fotograf, Styling, Visagist, Haare, alles. Dann kannst du auch als Laie in die Rolle schlüpfen und in dem Fall sind Laien dabei. Großartig, mal großes Kompliment an jeden. Es kommt wirklich realitätsmäßig identisch rüber. Es ist der bereits vierte Kalender dieser Art für den guten Zweck. Der Kalender kostet 40 Euro, geht 1:1 an die Krebshilfe. Und er soll auch an die Prävention erinnern, weil man kann sich wunderbar in den Kalender einringeln, wenn man den nächsten Arzttermin hat. Da passiert etwas, wo wir nichts damit zu tun haben. Das heißt, wir haben keine Arbeit, wir haben viel damit zu tun, aber wir müssen nichts arbeiten. Und das ist eine wahnsinnige Hilfe, also großes Danke. Und einige der gestern Anwesenden helfen, leider aufgrund persönlicher Betroffenheit. Vor 2 Jahren ist meine 10-jährige Enkelin an Krebs gestorben. Und das hat mir so zum Bewusstsein geführt, dass wir etwas machen können, aber nicht alles machen können. Und wenn wir mit dem, was wir machen, denen, die die Hilfe brauchen, Hilfe bringen können, dann ist das schon viel. Für den musikalischen Rahmen sorgte gestern Abend eine Tochter von Peter Rapp. Und Papa war stolz. Die Rebecca träumt davon, dass das was wird. Sie hat den Titelsong für Rise Up and Dance aufgenommen. Mir gefällt er. In meiner Familie gab es selber einen Krebsfall, der ist leider tödlich ausgegangen. Das ist schon ein wenig her. Ich finde einfach, die Forschung ist mittlerweile schon so fortgeschritten und das haben wir vielen Charities sicher auch zu verdanken und deshalb will ich das natürlich auch unterstützen. Dancer Against Cancer hat einfach mit Kindern zu tun. Kinder lieben Märchen, ich weiß, wie es mir gegangen ist und letztendlich geht es immer gut aus und das ist, glaube ich, die Hauptmessage. Märchen gehen gut aus. Für alle, die auch mit den Märchen Gutes tun wollen, der Dancer Against Cancer Kalender ist in einer limitierten Auflage von 1000 Stück erschienen.